Ich zeige Ihnen hier die Handhabung des Easy Grinders. Zuerst bringen wir den Schleifstand auf. Hierbei handelt es sich um eine 60er Körnung. Wenn wir den Schleifstand verreiben, müssen wir unbedingt darauf achten, dass er gleichmäßig verteilt wird. So, wenn wir damit fertig sind, geben wir der Schleifscheibe einen kleinen Schubs in die richtige Drehrichtung und schalten den Motor an. Der Schleifvorgang wird immer mit dem Scherkamm begonnen, da dieser eine große Grundfläche hat und den Schleifstand in die Metallrähnen hineindrückt. Beim Schleifen bewegen wir das Werkstück komplett über die ganze Scheibe, damit diese gleichmäßig abgenutzt wird. Jetzt schauen wir, ob die neuen Schleifspuren das komplette Werkstück von unten bis oben in eins durchziehen. Wenn dies nicht geschehen ist, wiederholen wir diesen Vorgang. So, wenn der Scherkamm scharf ist, gehen wir über zu dem Messer und gehen genauso vor wie bei den Scherkämmen. Damit die Scherkämme und Schermesser länger scharf bleiben, müssen sie unbedingt vor dem Einbau in den Scherkopf mit einem Pinsel oder Lappen vom Schleifstand gesäubert werden.